Herzlich willkommen zurück. Die Clans. Durch das, was ihr dort drin getan habt, habt ihr euch ihren Respekt verdient. Folgt mir. Ich kann euch zurück zur Feste führen. Der Weg sollte jetzt sicher genug sein. Lasst uns von hier verschwinden. Bleibt dicht bei mir und folgt mir. Ah, ihr kommt genau zur rechten Zeit. Wir haben die letzten Vorschrag beseitigt und die verbliebenen Häuptlinge warten darauf, dass ich mich an sie wende. Doch die Nachricht von Kuroks Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Ich weiß nicht, wie die Leute auf diese Neuigkeiten reagieren werden. Sind die Vorschrag wirklich besiegt? Nicht ganz. Ich bin mir sicher, es gibt immer noch Gruppen verwirrter Kultisten, die sich irgendwo auf dem Land verstecken. Wir kümmern uns schon noch um sie. Jetzt muss ich erst einmal herausfinden, was wir mit den Clans anstellen, die ihre Häuptlinge verloren haben. Und mit dieser verdammten Stadt. Was meint ihr damit, als ihr sagtet, Kurok hätte gewonnen? Kurok träumte von einer geeinten Nation der Orsima. Eine Nation, in der alle Ork-Clans Schulter an Schulter ebenbürtig neben den anderen Völkern stehen. Trotz allem, was geschehen ist, glaube ich, dass er seinen Willen bekommen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ihr damit meint. Inwiefern hat Kurok gewonnen? Alles wird sich zur rechten Zeit klären. Jetzt muss ich erst mit den Häuptlingen sprechen. Ich muss herausfinden, wie wir Ruhe in die Clans bringen können, ohne dass es zu noch mehr Tod und Zerstörung kommt. Falls ihr euch dem gewachsen fühlt, dann hätte ich noch eine Bitte an euch. Was soll ich tun? Ihr seid nach Vrodka gekommen, um Kurok dabei zu helfen, unser Volk zu vereinen und diese Stadt wieder aufzubauen. Unabhängig davon, wie es dazu kam, ihr habt alles erreicht, was euch der König aufgetragen hat. Jetzt habe ich eine Bitte, sofern ihr bereit seid, den Orks noch einen weiteren Dienst zu erweisen. Und wir erhalten einen gestärkten Flammenstab und einen Fertigkeitspunkt. Dieser letzte Gefallen ist eher von einer persönlicheren Natur. Ich möchte eine richtige Trauerfeier für Kurok ausrichten, um ihn als den Krieger und Anführer zu ehren, der er einmal war. Anstatt ihn als den wahnsinnigen Despoten zu verdammen, zu dem er schließlich wurde. Ihr wollt wirklich Kurok Tribut zollen? Das tue ich. Kurok war einmal mein Freund. Und er war ein großer Ork, bevor sein Ehrgeiz ihn in die Irre führte. Außerdem müssen die Leute die ganze Wahrheit kennen, das Gute wie das Böse. Eine traditionelle orkische Trauerfeier ist genau das, was wir brauchen, um über all das hinwegzukommen. Was soll ich tun? Nehmt diese Botschaften und überbringt sie. Alle Empfänger sollten sich irgendwo in der Stadt finden lassen. Bringt sie dazu, euch zuzuhören. Bringt sie dazu, an Kuroks Trauerfeier teilzunehmen. In der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass alles für die Zeremonie vorbereitet ist. Ich werde die Briefe überbringen. Schaut auf dem Rückweg in der Eckschenke des Königs vorbei. Sobald ihr die Briefe überbracht habt, sprecht mit dem Schankwirt und besorgt eine Flasche von Kuroks Lieblings-Ale. Es ist ein übles Gesöff, aber er hat es geliebt. Wir werden damit bei der Trauerfeier anstoßen, um seiner zu gedenken. Seid ihr zufrieden mit dem neu errichteten Ursinium? Zufrieden? Was für eine seltsame Frage. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass ich je erleben würde, wie sich diese Stadt wieder aus den Trümmern erhebt. Doch ich habe mich schon öfter geirrt. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür. Wenn ihr wissen wollt, ob ich stolz auf das bin, was Kurok erschaffen hat, dann ja, ich schätze, das bin ich. Macht ihr euch Sorgen, dass die Stadt ohne einen König ein zu verlockendes Ziel ist? Dieser Gedanke ist mir schon gekommen. Zumindest wurden wir unter Kurok als Teil des Dolchsturzbündnisses als stark erachtet. Wir hatten Verbündete. Das ist etwas, worüber ich nachdenken muss. Ich tat Kurok und seine Abmachungen mit unseren Gegnern einfach als Unfug ab. Jetzt bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Denkt ihr darüber nach, euch aus der Allianz zurückzuziehen? Emmeriks Vereinbarung bestand mit Kurok und nicht mit den Clanhäuptlingen. Wir müssen unsere Möglichkeiten besprechen und eine Entscheidung fällen. Hoffentlich bevor ein feindliches Feldlager vor den Mauern aufgeschlagen wird. Wem überbringe ich die Briefe? Hauptsächlich zu Leuten, die ihr schon kennt. Leuten, die uns geholfen haben, Kurok und die Vorschrag aufzuhalten.
Es sind auch ein paar Freunde von mir darunter. Vor langer Zeit wurden wir gemeinsam ausgebildet. Doch nun sind sie vor kurzem nach Vrodgar zurückgekehrt. Ich möchte, dass sie sehen, was hier geschehen ist. Wie werde ich eure Freunde erkennen? Da wäre Bisra, die man so gut wie nie ohne ihre Kriegsbemalung sieht. Sie wird euch sagen, dass ihr verschwinden sollt. Aber gebt ihr trotzdem den Brief. Der andere ist eine wirklich einmalige Persönlichkeit. Er hat seinen ganz eigenen Ehrenkodex. Wenn Bisra da ist, kann er nicht weit sein. Warum halten wir eine Trauerfeier für einen König ab, der versucht hat, euch zu ermorden? Die Häuptlinge und ich haben das besprochen. Wir glauben, es ist besser, Kurok so in Erinnerung zu behalten, wie er einst war, und ihn nicht als Tyrannen zu brandmarken. Wir ehren den Ork, den ich als Freund kannte, und nicht den, gegen den ich als Rivale und Gegner kämpfte. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr und Kurok euch einmal gemocht habt. Wir kämpften vor langer Zeit Seite an Seite. Als er Vrodka verließ, um Söldner zu werden, ging ich mit ihm. Es waren glorreiche Zeiten. Aber ich hatte Verpflichtungen, zu denen ich zurückkehren musste. Als ich meinen Freund das nächste Mal sah, machte er sich gerade an seine eigene Herausforderung, Häuptling seines Clans zu werden. Wie wurde Kurok dann König? Kurok traf eine Abmachung mit Hochkönig Emmerich. Er erklärte sich bereit, den bretonischen Herrscher in Ranzers Krieg zu unterstützen, und im Austausch sollte er Vrodgar zurückerhalten. Damals erklärte er sich zum König. Einige von uns waren wütend auf ihn, aber seine Taten haben zahllose Leben gerettet. Ja, ich muss erst mal gucken, in welche Richtung ich denn wieder raus muss. Den ersten Brief. Ich glaube, da reite ich besser hin. Ja. 6 Stück muss ich... Oha. 6 Einladungen muss ich überbringen. Den ersten Brief haben wir hier links. Ja. Nee, hier hoch. Hier. Bisra. Ihr hauert lieber ab. Ich habe keine Zeit für Bettler oder betrügerische Händler. Und ich hätte nicht übel Lust, jemanden in den Fluss zu werfen. Also verschwindet besser, bevor wir herausfinden, ob ihr schwimmen könnt oder nicht. Häuptling Basrak hat mich geschickt, um euch und euren Freund zu finden. Ach wirklich? Ich war sicher, der alte Bastard hätte seine Schlachtgefährten vergessen. Früher schlugen wir blutige Schneisen durch Elsweier und Hochfels. Doch warum hat Basrak euch geschickt, frage ich mich. Er wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Ein Brief? Für mich? Mein Gefährte sollte gleich da sein. Wartet, bis er herausfindet, dass Basrak jetzt ein Häuptling ist. Ein echter Häuptling mit einer eigenen Botin. Da staunt er bestimmt Bauklötze. Ich hoffe doch, ihr macht es dieser armen Botin nicht zu schwer, Bisra. Diese armen Botin, wa? Ich hoffe, Bisra hat euch nicht die Hölle heiß gemacht. Sie kann nicht anders. Sie ist wie ein störrischer Ichatere an ihren guten Tagen. Häuptling Basrak wollte, dass ich euch diesen Brief übergebe. Zeigt mir das mal her. Interessant. Kurok ist tot und Basrak will eine traditionelle Trauerfeier der Orsima für ihn ausrichten. Und schau sich das mal einer an. Ich bin eingeladen. Ich werde meist nur zu Sachen eingeladen, bei denen ich auf irgendwas einprügeln soll. Woher kennt ihr Häuptling Basrak? Ich kenne keinen Häuptling Basrak. Aber mit Basrak dem Schlechter bin ich bestens vertraut. Wir dienten alle bei Gaspards Pirschern, der wahrscheinlich besten Söldnerkompanie, die sich je durch Hammerfall und Cyrodiil gekämpft hat. Das waren gute Zeiten. Gepriesen sei Königin Iseld, Herrscherin von Schornhelm. Mögen ihre Weisheit und ihre Schönheit uns noch viele Jahre führen. So, der nächste Brief, wobei ich eigentlich dachte, dass das jetzt 2 gewesen sind. Der nächste Brief ist einmal hier im Gasthaus. Ich wünschte, nee, stimmt gar nicht. Ich hätte ein... Ist kein Gasthaus. Ich
Ich bin froh, dass ihr hier seid. Das erspart mir die Mühe, nach euch zu suchen. Ich wollte mich vor meiner Rückreise zu den Sommersend-Inseln noch unbedingt bei euch bedanken, dass ihr mich im Tempel der Woschrak nicht getötet habt. Ich weiß das zu schätzen. Ich glaube, ich hätte den Tod wohl als ziemlich langweilig empfunden. Ich wäre euch nicht böse, wenn ihr mich ermordet hättet, aber wenn ich gestorben wäre, dann hätte ich das ziemlich langweilig gefunden. Der ist gut. Nicht alle haben überlebt. Die Hohepriesterin war eine Inspiration. Ihr Erbe wird weiterleben. In unserem Gedächtnis und im Gedächtnis von ganz Orsinium. So schwer es auch sein mag, das zu akzeptieren. Die Wahrheit ist einfach, dass man nicht jeden retten kann. Man muss es aber einfach versuchen. Häuptling Basrak bat mich, euch dies zu geben, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Trauerfeier? Und ich bin eingeladen? Wunderbar. So habe ich auch die Gelegenheit, mich bei allen gleichzeitig zu verabschieden. Aber trotzdem, eine Trauerfeier für diesen verrückten Despoten? Ich hoffe, Häuptling Basrak weiß, was er tut. Ja, das hoffe ich auch. Ist hier noch jemand drin? Nicht unten, aber da komme ich doch nur raus, oder? Da komme ich durch den Stollen. Ja, genau. Ach, Hallöchen. Ich glaube nicht, dass ihr hier sein solltet. Ich will nicht noch mehr Ärger. Ich habe gehört, der König ist tot. Und ich bin mir sicher, ihr hattet irgendetwas damit zu tun. Also haltet mich da bloß raus. Häuptling Basrak hat mich gebeten, euch dies zu geben. Nein, ich will gar nichts. Nicht von euch. Nicht von Häuptling Basrak. Ich will einfach nur, dass man mich und meinen Vater in Ruhe lässt. Bitte, schaut euch den Brief wenigstens an. Ihr könnt euch einfach nicht mit einem Nein zufrieden geben, was? Oh, na schön. Zeigt mir das mal her. Eine Trauerfeier? Für den König? Und der Häuptling möchte, dass ich teilnehme. Das ist... Es wäre mir eine Ehre. Ich frage mich, ob ich die Zeit habe, mir ein neues Kleid zu besorgen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal eher nicht, weil die Trauerfeier ja relativ schnell stattfinden soll. So, da er mir das jetzt hier eben angezeigt hatte, gehe ich jetzt mal hier rum raus. Weil irgendwo hier höher stand gerade... Ah, da. Es freut mich, dass noch Leben in euch steckt. Es hätte mich aufs Äußerste aufgebracht, wenn ihr den Tod gefunden hättet. Und ich habe gehört, was geschehen ist. Ihr habt meinen Dank dafür, für Häuptling Basraks Sicherheit gesorgt zu haben. Ich wäre noch aufgeregter, wenn mein Gatte gestorben wäre. Wo wart ihr, als wir versucht haben, Kurok aufzuhalten? Nicht jeder hat den Luxus, einfach auf Abenteuer ausziehen zu können, wenn ihn die Laune dazu packt. Ich musste mich um die überlebenden Farun kümmern. Sie mussten nach dem Angriff auf ihre Festung eingesammelt werden und Obdach bekommen. Häuptling Basrak hat mich gebeten, euch dies zu übergeben. Ein Brief? Wie spannend! Was steht da? Mein Mann plant, eine Trauerfeier für Kurok abzuhalten? Ich schätze, das ergibt wohl Sinn. Sie waren einst gute Freunde, bevor Kurok sich diese viel zu enge Krone aufsetzte. Ich werde mich Basrak anschließen, sobald ich kann. Okay, dann fehlen noch zwei. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich da hinten durch kann. Das ist doch auch die Magiergilde, ja klar. Wobei das nicht in der Magiergilde ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern auf der... Nee, jetzt ist es Tränke und Elixiere. Jetzt muss ich oben raus. Ein bisschen verwirrt. Ich sage, diese Stadt, die ist irgendwie so total kompliziert. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Überbringt die Einladung tiefer. Jetzt muss ich hier doch wieder überall runterspringen, oder was? Ach, da. Okay, Moment. Da sind wir doch schon mal runtergesprungen. Auf jeden Fall tiefer. Laufen wir erstmal hier runter. Da oben. Ah, ich hab's gesehen, ja. Schauen wir mal. Ach, Evely ist hier. Ups. Hier ist die Hohepriesterin immer ihren Studien nachgegangen. Hier hat sie ihre Bücher gelesen. Hier hat sie ihre Predigten geschrieben. Jetzt ist sie fort.
Und es fühlt sich an, als hätte ich ein Loch von der Größe von Eldenwurz mitten in der Brust. Der Tod von Solgra scheint euch ziemlich zu belasten. Verdammt richtig. Wir haben gewonnen, aber die Hohepriesterin starb. Das ist schrecklich und es macht mich so wütend. Es ist einfach nicht gerecht. Aber ihr seid offensichtlich wegen etwas anderem hier. Entschuldigt, dass ich so gefühlsduselig wurde. Was ist los? Häuptling Basrak wollte, dass ich euch das hier gebe. Ein Brief? Hat dieser ganze Ärger nicht genau so angefangen? Aber ich schätze, ich kann diese Sache auch ganz bis zum Ende durchziehen. Und ihr werdet auch dort sein? Ihr und ich, wir stürzen uns wieder in die Schlacht. Hoffentlich versucht diesmal niemand, uns zu ermorden. Ja, das wäre nicht so gut. Aber wenn wir zusammen hingehen, das wäre doch schon ganz gut. Und der letzte Brief. Ich werde diesen Ort vermissen. Seit dem Tod der Hohepriesterin ist der Tempel zu einem düsteren Ort geworden. Solgra war eine gute Frau. Sie sorgte sich um unser Volk und hoffte, Trinimaks Wort zu verbreiten. Ich weiß auch, dass sie euch als ihre Freundin erachtete. Wollt ihr irgendwo hin? Der Tempel wird wieder Malakat geweiht werden, jetzt da König Kurok und die Schmiedemutter tot sind. Es ist eine Schande, aber ich kann es den Clan-Häuptlingen nicht verübeln. Nicht nach all dem, was die Woshrak angerichtet haben. Häuptling Basrak bat mich, euch dies zu geben. Was ist das? Eine Trauerfeier? Für Kurok? Es wäre mir eine Ehre, Solgra und die Priesterschaft bei einem solch denkwürdigen Ereignis zu vertreten. Nicht, weil ich den verrückten König so mochte, sondern weil ich Basraks Weisheit erkenne. Die Stadt braucht Heilung. Ich werde tun, was ich kann, um dabei zu helfen. Ja, sehr schön. Dann können wir... Wofür dämme ich denn jetzt hin? Moment, da hinten ist die Tür. Geht zur Eckschenke des Königs. Die ist da unten. Das heißt, wir müssen dann erstmal wieder Richtung Stadt rein. Die Stadt ist einfach wunderschön. Anscheinend wird der König doch noch... Ja, wunderschön ist die Stadt. Wenn auch sehr unübersichtlich. Da. Stimmt, ich muss ja noch den Wein holen. Keine traurigen Gesichter. Nicht hier drin. Das hier war für Kurok ein Ort zum Feiern. Und genau das wird er auch bleiben. Auf Kurok! Auf Orsinium! Möge die Stadt sich auf ewig an den freundlichen und sanftmütigen König erinnern, dem sein Volk am Herzen lag. Alles andere war die Schuld seiner Mutter. Ich brauche eine Flasche mit Kuroks Lieblingsale für seine Trauerfeier. Eine Trauerfeier? Davon hat mir niemand etwas gesagt. Ich kam wegen Kurok in dieses erbärmliche Land. Er hat mich für seine Taverne begeistert und ich werde ihm immer dafür dankbar sein. Ihr wollt das Ale? Dann lasst uns eine Abmachung treffen. Was für eine Art Abmachung? Ich besorge euch eine Flasche von Kuroks Lieblings-Ale. Ich besorge euch sogar ein ganzes verdammtes Fass von dem Gesöff. Aber nur, wenn ich bei seiner Trauerfeier dabei sein darf. Ich will ihm die letzte Ehre erweisen. Mich verabschieden. Lasst mich das tun. Dann sorge ich dafür, dass ihr reichlich von dem Ale habt, das er liebte. Betrachtet das als erledigt. Hab Dank. Ich lasse das Ale in die Feste liefern. Und wir sehen uns dann bei der Trauerfeier. Das wird wohl das letzte große Fest für den König. Was mich nur jetzt total irritiert... Nein, ich wollte nicht eh drücken. Ich wollte laufen. Was mich nur total irritiert, ehrlich gesagt... Ist die Tatsache, dass sie die gleiche Stimme hat wie Evelie. Und das in der Stadt, wo Evelie ja auch aufgetreten ist. Also wie kann man sowas machen? In einer anderen Stadt ist das ja okay, aber... Ah! So, wir müssen... Jetzt zeigt das mir wieder nicht richtig an. Wir müssen zum Ausguckstand da doch... Ausblick, genau. Ist die Frage, ist der hier oben? Geht zum Ausblick. Das soll wohl hier auf der Höhe sein. Also zum Thronsaal kann ich hier gehen. Wenn auch nicht hier auf der Höhe.
Hä? Nee, Moment. Nee, das ist was anderes unter uns. Oh, ich hasse diese vagen Angaben, wo man hin soll. Thronsaal. Da soll ich offenbar nicht hin. Ich vermute schon fast, dass... Aha, Moment. Das ist keine Tür. Moment, da geht's rum. Hier. Da oben. Eigentlich müssten wir ja wirklich gehen, ne? Es ist zwar langsamer, aber es sieht ja doch sehr imposant aus, was wir hier machen. Alte Freunde, schön euch zu sehen. Das ist mir sehr wichtig. Ich ärgere mich nur, weil ich alles verpasst habe. Sieht aus, als hättet ihr noch ein paar Hände brauchen können. Bumnock und Hände. Ich glaube, er ist besessen davon. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Bin hier so schön am Trinken. Aber ich glaube, ich soll mit ihm reden. Vielen Dank, dass ihr alle hier versammelt habt. Es ist wichtig, dass alle gekommen sind, um zu sehen, was nun als nächstes geschieht. Was geschieht als nächstes? Wir machen mit der Trauerfeier weiter. Bei der Zeremonie geht es sowohl um den König und die anderen, als auch um die Zukunft der Stadt. Um das Volk der Orsima. Alle werden hier dabei sein wollen. Es klingt, als hättet ihr eine Entscheidung getroffen. Keine Sorge. Ich habe nichts so Wagemutiges geplant wie Kurok. Alle in der Stadt müssen eine Entscheidung treffen. Aber es wird eine friedliche sein. Nichts wird ihnen aufgezwungen werden. Den Orsima wird kein Leid mehr geschehen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Denkt daran, dass ihr das gesagt habt. Es sind schon zu viele Leute deswegen zu Tode gekommen. Ich kann es nicht vergessen. Selbst wenn ich das wollte. Aber wir müssen voranschreiten. Und nun sollten wir mit der Zeremonie anfangen. Es wird Dinge geben, die ich euch bitte, während der Trauerfeier zu tun. Hört gut zu, was ich sage. Und handelt entsprechend. Der heutige Tag prüft eure Entschlossenheit. Wir haben Freunde verloren, Verbündete und denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Wir sind zusammengekommen, um ihn zu ehren. Einige von euch stellen die Weisheit dahinter in Frage. Aber wir müssen die Orsima in einem neuen Licht betrachten. Wir müssen uns alle respektieren und ehren. Und dies beginnt heute. Selbst ein guter Ork kann schlecht durchdachten Plänen folgen. Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft blicken. Fremde, tretet vor. Ihr habt unserem Volk geholfen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich möchte, dass ihr ein Teil hiervon seid. Bitte entzündet die erste Fackel. Machen wir. Wir entzünden diese Feuer, um uns an Kuroks wahres Ziel zu erinnern. Einheit für das Volk der Orsima. Stattdessen haben wir Clans ohne Häuptlinge und eine Stadt ohne König. Wir werden diese Leute unterstützen und auf dem rechten Weg halten. Wir müssen auf das Morgen blicken. Fremde, entzündet die zweite Fackel. Sie wird die Vergangenheit verbrennen und uns den Weg in die Zukunft weisen. Gedenkt Kurok, wie er einst war. Stark, selbstsicher. Ein König, dem sein Volk am Herzen lag. Wir führen dieses Vermächtnis fort. Wir bieten Hilfe an, ohne sie jemandem aufzuzwingen. Sehr zu meinem Bedauern haben die Clan-Häuptlinge mich gebeten, den Mantel der Königswürde anzulegen. Ich bin dieser Bitte zögerlich nachgekommen. Wir dürfen vor dem Rest der Welt nicht schwach und führerlos wirken. Ich werde Kuroks Traum fortführen, aber seine Ambitionen meiden. Wir werden als das neue Orsinium zusammenhalten. Verabschiedet euch und kehrt dann in die Feste zurück. Wir müssen diese Finsternis hinter uns lassen und einen neuen Tag feiern. Ja, ich werde mich nicht verabschieden, sondern ich werde mal direkt Richtung König abdampfen.
So, wie war das jetzt? Hier rum, darum. Und dann sind wir wieder im Saal, genau. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wie lange ist es her? Zu lang, das ist klar. Aber wir können ja nicht alle Schildweib eines Königs sein. Höher. Achso, der ist irgendwo oben. Werdet ihr nach Schwarzmarsch zurückkehren, meine Freundin? Oder schwebt euch ein anderes Ziel? Danke für das Angebot, aber ich... Solange ich nicht hier lande, lasse ich mich einfach nicht nach allem, was passiert. Eure Tapferkeit und eure Unerschrockenheit angesichts größter Widerstände ehren euch. Wenn ihr nicht wehrt, würden die Clan-Häuptlinge und ich jetzt nicht mehr hier stehen. Und ich wäre ganz gewiss nicht König. Dann ist das wohl alles eure Schuld, oder? Gefällt es euch nicht, König zu sein? Ich bin noch nicht lange genug König, um mir dazu eine Meinung bilden zu können. Ich hoffe, dass die Krone nicht so schwer ist, wie sie bei Kurok aussah. Ihr werdet immer einen Platz unter den Bewohnern von Orsinium haben. Aber so gerne ich auch hätte, dass ihr bleibt, weiß ich dennoch, dass es andere gibt, die eure Hilfe brauchen. Was, wenn ich nicht gehen will? Dann bleibt, solange ihr wollt. Doch als König verkünde ich, dass euer Dienst an Orsinium hiermit zu Ende geht. Falls noch jemand anderes in Wrotka eure Hilfe braucht, dann lasst euch dadurch bitte nicht daran hindern. Was steht für euch und Orsinium als nächstes an? Ich muss meine Treffen mit den Clan-Häuptlingen fortsetzen und an andere einflussreiche Orks in der Stadt herantreten. Wir müssen eine Regierung schmieden und Allianzen festigen. Es gibt noch eine Menge Arbeit. Aber ich glaube, ich verstehe nun endlich, was Kurok erreichen wollte. Ich wünsche euch alles Gute, König Basrak. Und ich euch. Nehmt das. Es gehörte Kurok, aber ihr habt es euch verdient. Ich hoffe, ich kann für mein Volk genauso viel tun wie ihr für Orsinium. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen von euch und den Clan-Häuptlingen nicht zu enttäuschen. Ja, und wir haben ein neues Kostüm erhalten, Insignien des Orsima-Königs. Euer Name wird unter den Orsima nie vergessen sein. Wir werden noch in Generationen von euren Taten sprechen. Und jetzt werden wir einen Weg finden, wie die Clans zusammenarbeiten können, um Kuroks ursprünglichen Traum von einem starken und geeinten Volk zu erfüllen. Orsinium wird niemals untergehen. Was ist mit den Vorschrag? Sind sie immer noch eine Bedrohung? Es gibt noch genug Fanatiker, um mir so manchen Ärger zu bereiten. Doch wir haben Mittel und Wege, um die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Es mag eine Weile dauern, aber wir werden den Vorschrag in nicht allzu ferner Zukunft ein Ende setzen. Wie geht es euch mit dieser ganzen Sache als neuer König? Ich wollte nie König sein. Und ich will es ehrlich gesagt immer noch nicht. Doch es ist der beste Weg, die Clans davon abzuhalten, sich untereinander zu bekämpfen oder zu verhungern, sobald der Winter anbricht. Ich werde die Krone so lange tragen, wie ich muss. Ich werde mein Volk auf den richtigen Weg bringen. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Die besten Könige sind die, die niemals König sein wollten. Was wird mit Kuroks Überresten geschehen? Die Orks verbrennen die Leichname ihrer Häuptlinge und Helden für gewöhnlich. Dann mischen sie die Asche in Schwerter und Schilde. Kurok aber? Ich glaube, ich lasse die Sitzfläche des Throns neu gießen. So wird er mich durch seine Härte an die Unbequemlichkeiten des Regierens erinnern. Daran, was ich tun sollte und was ich lieber bleiben lasse. Ich wollte mich verabschieden. Den Orks ist das Konzept des Abschieds fremd. Wir kommen und gehen, wie es uns gefällt. Doch ihr seid in Orsinium stets willkommen, meine Freundin. Ich werde hier sein und diesen Schlamassel aufräumen, den Kurok uns hinterlassen hat. Lasst euch aber ja nicht ohne mich töten. Verstanden? Ich werde es versuchen. Gut. Ich wusste, dass ihr das würdet. Ich wünsche euch sichere Reisen. Ich werde versuchen, nicht allzu neidisch zu sein, weil ich hier den königlichen Bürokraten spielen muss und ihr dort draußen eine Heldin sein dürft. Das ist immer gut. Ich wollte gerade noch sagen, mit Evelyn und mit dem Elf wollte ich noch mal reden. Ihr geht auch? Das kann ich euch schlecht vorwerfen. Ich kann hier wirklich nicht mehr viel länger bleiben. Nicht nach allem, was geschehen ist. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich, wenn man bedenkt, was alles vorgefallen ist. Als ich den Leichnam der Hohepriesterin sah, wie er dort auf dieser Steinplatte lag,
Hört mal, ich muss von hier verschwinden. Wenn ich hier bleibe, dann werden diese Gefühle und Erinnerungen niemals verblassen. Hat König Basrak mit euch gesprochen? Ja, er wollte, dass ich bleibe und dabei helfe, die orkischen Bogenschützen auszubilden. Er hat mir sogar meinen eigenen Trupp und einen schicken Titel angeboten. Doch nach allem, was vorgefallen ist, muss ich von hier weg, um all das hinter mir lassen zu können. Wo werdet ihr hingehen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kehre ich nach Walenwald zu meiner Familie zurück. Irgendwie vermisse ich nach allem, was wir durchgemacht haben, meine lieben Verwandten. Ich frage mich, ob Solgra eine Familie hatte. Sie hat nie darüber gesprochen. Ich wollte mich verabschieden. Es gibt so viel, was ich euch sagen will. So viel, wofür ich mich bedanken möchte. Ich habe so viel von euch gelernt. Von allen hier seid ihr die einzige Person, an die ich immer glauben konnte. Ich wünschte, ich könnte einfach losziehen und euch für immer folgen. Was hält euch denn ab? Ein verlockendes Angebot. Aber ich muss eine Weile meinen eigenen Weg gehen. Doch woher der Wind auch wehen mag, die Blätter vom gleichen Baum finden einander immer wieder. So wird es auch bei uns sein. Ihr werdet sehen. Oh ja, dem kann ich nur zustimmen. Hallöchen, Waren Aquilarius? Was machst du denn hier? Seid gegrüßt, Entseelte. Obwohl ich euch wohl nur noch schwerlich so nennen kann, oder? Sagen wir doch lieber Meridias Champion, die Heldin von Kalthafen, die Retterin Tamriels. Waren? Aber ich habe euch sterben sehen. Was habt ihr, in der Tat? Und ich bin auf mein nächstes großes Abenteuer ausgezogen. Warum seid ihr zurückgekommen? Ich bringe euch eine Warnung, Champion. Das Reich des Vergessens regt sich. Große Vorgänge schrecklichster Natur haben begonnen. Tamriel schwebt erneut in Gefahr. Ihr habt eine Rolle in den kommenden Ereignissen zu spielen. Welche Ereignisse? Ein großer Krieg ist im Anmarsch. Ein Krieg zwischen den Mächten des Vergessens. Die dädrischen Fürsten ergreifen Partei. Die große Täuscherin, der Säher der Zwietracht und die Geliebte der Nacht planen ein gewaltiges Verwirrspiel. Was soll ich tun? Seid bereit. Achtet auf Zeichen. Der Krieg wird beginnen, sobald die Tore zu Sotasils verlorener Stadt wieder geöffnet werden. So sagen es die Schriftrollen vorher. So wird es sein. Werdet ihr mir helfen? Ich kann euch im kommenden Kampf nicht helfen. Meine Zeit auf dieser Welt ist an ihr Ende gelangt. Ich muss meinen Platz auf der Ebene der Unsterblichkeit einnehmen. Lebt wohl, alte Freundin. Dies war unser letztes Gespräch. Wartet, ich verstehe nicht. Ja, ehrlich gesagt verstehe ich wirklich nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass Waren hier plötzlich aufgetaucht ist. Aber ich habe auch diesen Teil lange nicht mehr gemacht. Ich wollte noch ein letztes Mal mit Talvia sprechen. Sobald ich ausgetrunken habe, heißt es für mich, zurück zu den Sommersendinseln. Ich habe meiner Familie so viele Geschichten zu erzählen. Stellt sich das mal einer vor. Ein Schreiber, der dabei half, einen neuen Ork-König zu krönen. Das wird mir meine Schwester niemals glauben. Habt ihr geschafft, was ihr hier erreichen wolltet? Ich habe Schlachten mit den Winterkindern überlebt. Ich habe geholfen, einen Tyrannenkönig und einen schrecklichen Kult zu Fall zu bringen. Und jetzt plaudere ich bei einem schönen Humpen mit euch. Ich glaube, das ist durchaus beeindruckend, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht bekomme ich jetzt den Respekt, der mir zusteht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht. Ja, da die Folge sehr, sehr, sehr lange geworden ist, würde ich sagen, splitte ich die mal in zwei Teile, dass wir die Trauerfeier in eine Folge packen. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo wir jetzt als nächstes hingehen nach Frodgar. Es könnte sogar die Stadt der Uhrwerke sein oder so. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall nicht da, wo ich unbedingt hin wollte, nämlich zur Goldküste. Die kam erst später. Ich schaue doch mal auf meiner schlauen Liste nach, die wir bei uns auf der Homepage diehungrigenwölfe.wordpress.com stehen haben. Und ja, da findet ihr auch allerhand Tipps und auch die Lösung zu dem Rätsel, was ich jetzt in der letzten Folge, glaube ich, war es, gemacht habe. Die wird dann auch dort hochgeladen in den nächsten ein, zwei Tagen. Und ja,
Ich dachte gerade, er wollte mir noch was sagen im Hintergrund. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer mich jetzt hier zu verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in einem neuen DLC wieder, von dem ich gerade noch nicht weiß, wo wir dann hinkommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.